Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wird es um das Thema Fix und Flip gehen. Wie habe ich meinen ersten Deal gefunden? Was habe ich dabei gelernt? Und will dir ein paar Tipps auf den Weg geben, dass du nicht auch die gleichen Fehler machst. Ja, zuerst einmal, was versteht man eigentlich unter Fix und Flip? Das ist mehr oder weniger aus dem Englischen abgeleitet oder besser gesagt ins Deutsche übersetzt. Fix für ich repariere etwas und flippen für es geht schnell oder ich drehe es um. Das bedeutet nichts anderes als eine Wohnung, ein Haus oder etwas, was man im Endeffekt reparieren kann, wieder auf einen vernünftigen Standard zu bringen und am Ende des Tages einfach wieder an einen, ja, nächsten Kunden weiterzuverkaufen. Mein erstes Projekt, was ich selber umgesetzt habe, befindet sich in Treptow oder besser gesagt in Köpenick. Und war eine Drei-Zimmer-Wohnung. Diese war 57 Quadratmeter groß und ist in einem Hochparterre gelegen. Das bedeutet nicht Erdgeschoss oder besser gesagt ebenerdig, sondern eine halbe Treppe nach oben und war zu dem Zeitpunkt, als ich diese gekauft habe, in einem äußerst schlechten Zustand. Es gab eine ganze Menge Probleme, die da drin waren und an der Stelle war das Ziel, einfach diese Wohnung wieder in einen schönen Zustand zu, ja, bringen und dann weiter zu verkaufen und das hoffentlich mit einem Gewinn. An der Stelle hatte ich noch nicht ganz so viel Ahnung von generell baulichen Veränderungen und war natürlich ja erstmal dieser riesen Herausforderung gestellt und wollte da so wenig Fehler wie möglich machen. Habe mich natürlich, so wie du das auch gerade tust, einfach auf YouTube ein bisschen informiert. Jetzt im nächsten Schritt würde ich dir ganz gerne vorstellen, was das Vorher-Nachher ist. Ich habe mich jetzt mal an den Rechner gesetzt, um euch an der Stelle mal ein paar Eindrücke zu zeigen von vorher und nachher. Ich werde euch jetzt hier mal als erstes den Grundriss einblenden, damit ihr einen besseren Eindruck von den einzelnen Räumlichkeiten habt. Und ja, hier erstmal der Grundriss. Und dann gucken wir uns als erstes auch schon mal das Foto im Endeffekt vom Badezimmer an. Wir hatten eine große Wanne und an der Stelle relativ blöde Raumaufteilung, hatten die ja klassischen aus der Zeit gelben Fliesen. Sieht natürlich nicht sonderlich schön aus. Der Nutzen ist auch nur halbwegs angenehm, weil ich persönlich finde eine Dusche immer angenehmer, zumindest für den Alltag, als dann an der Stelle die Badewanne. Und auf dem nächsten Foto sieht man dann einmal die Einbauküche. Die hätten wir gerne drin gelassen oder hätten versucht, zumindest die weiterzuverkaufen. Ging an der Stelle aber nicht, weil hinter den Schränken im Endeffekt schon Schimmel gewesen ist und deswegen die leider direkt auf dem Sperrmüll musste. Und wurde direkt von dem Trupp, der sich um den gesamten Abriss der Wohnung gekümmert hat, ja, mitgenommen und entsorgt. Das Wohnzimmer, da kann man ganz schön sehen auf den zwei Fotos, wie die Stellen hinter den Schränken ausgesehen haben, weil da waren überall die gelben Nikotinablagerungen, weil das war eine starke Raucherwohnung und an der Stelle musste man dann auch einfach eine Kernsanierung machen. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht, sonst wäre der Geruch drin geblieben. Und dann noch einmal hier das Arbeitszimmer oder besser gesagt auch Kinderzimmer, wie man es gerne nutzen möchte. Und in dem Zusammenhang ist das ja ähnlich vom, ja, von der Qualität her mit dem Linoleumboden wie im Endeffekt auch das Wohnzimmer gewesen. Und dann kommen wir an der Stelle auch schon einmal zum Video. Ja, man kommt hier einmal ganz schön von vorne rein. Man sieht, das ist noch die Originaltür, die im Endeffekt drin ist. Die war braun von außen. Und wenn man jetzt einmal reinschaut, dann ist die Tür von der anderen Seite aus weiß gestrichen, sodass das alles von drin richtig schön aussieht. Dann geht es auch als erstes ins Badezimmer. Da kann man einmal sehen, dass mit Natursteinfliesen gearbeitet wurde, 60x60. Es wurde sich für eine Dusche entschieden mit einer Glasschiebetür. Ist auch nicht ganz günstig, aber definitiv macht es was her. An der Stelle war gerade auch für die Duschablage mit dem indirekten Licht einmal der Kasten an der Seite links. Und jetzt hat man hier im Endeffekt hinter der Tür den Handtuchheizkörper, der natürlich einmal bis zum Boden geht. Wir haben jetzt hier keine Fußbodenheizung drin, das war einfach zu teuer in der Umsetzung. Und dann oben die Deckenspots und natürlich auch die Armaturen, die im Endeffekt dran sind. Ja, dann geht es über die Diele, die mit Eichenparkettboden ausgelegt ist, sowie auch die gesamte Wohnung, außer in den Nassbereichen. Glatt gespachtelte Wände und an der Stelle schöne große Fenster, die im Endeffekt überall drin sind. Die Scheuerleisten wurden neu gemacht. Also wir haben hier selbst die Wände rausgerissen. Und an der Stelle geht es jetzt auch direkt ins Wohnzimmer, wo man noch mehr Tageslicht hat, was wirklich klasse ist. Und die Innenarchitektin hat sich hier auch richtig ausgelebt und viel Mühe gegeben. Das sind alles IKEA-Möbel, die verwendet wurden. Hier haben wir glatte Heizkörper, die sind in jedem Zimmer.
im Endeffekt dran. Die abschließbaren Fenster, die Fenstergriffe sind auch neu. Die Fenster wurden abgeschliffen, sodass die im Endeffekt an der Stelle auch nochmal vernünftig weiß nachlackiert werden konnten. Und dann geht es hier im Endeffekt auch schon entlang in das, in meinen Augen, schönste Zimmer, einmal ins Schlafzimmer. Das ist richtig schön geworden. Und hier auch an der Stelle ein großer Schrank, der im Endeffekt reingepasst hat. Und an der Wand wurde ein Fernseher montiert. Auch die Einbaugeräte, also sowas wie die Fernseher im Endeffekt, wurden mitverkauft und auch bezahlt. Die Fenster oder besser gesagt die Lichtschalter und Steckdosenserie ist schön gewählt hier. Komplett neue Elektrikkasten ist neu reingekommen. Wir haben ja auch die einzelnen Heizungsrohre unter Putz gelegt, die eigentlich über Putz gewesen sind, und haben hier im Endeffekt auch wieder die Deckenspots eingebaut, sodass das hier richtig schön hell ist im Küchenbereich, und die Einbauküche ist auch von IKEA im Endeffekt reingekommen. Ja, ich hoffe, dass euch der kleine Eindruck in den Fix & Flip dir gefallen hat. Und wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, die ich jetzt vielleicht nicht angesprochen habe, dann gebt gerne einfach mal die Frage unten in die Kommentare ein. Wie das englische Wort an der Stelle, und zwar flippen, schon bedeutet, ist, dass es eigentlich um Geschwindigkeit geht. Das heißt, ein Fehler, den ich an der Stelle gemacht habe, ist, dass es nicht schnell genug ging. Ich brauchte für den Flip ziemlich genau ein Jahr oder auch 13 Monate an der Stelle, und so ein Flip-Deal sollte normalerweise etwas schneller gehen, weil Zeit an der Stelle Geld ist. Wir kommen auch noch im Anschluss zu der Gewinn- oder besser gesagt Verlustrechnung, aber an der Stelle sei schon mal so viel gesagt, Zeit ist Geld. In dem speziellen Fall wollte ich mir die Möglichkeit offen halten, diese Wohnung, wenn sie nicht zu verkaufen ist, möglicherweise auch möbliert weiter zu vermieten, was mich unterm Strich natürlich eine ganze Menge Geld einfach in der Möblierung gekostet hat, den man wiederum beim Flippen, also beim Wiederverkauf, einfach nicht rausholen konnte. Das heißt, man hat zwar eine ganze Menge Geld für Möbel ausgegeben, und zu der Summe, die dafür im Endeffekt angegeben oder besser gesagt bezahlt wurde, kommen wir auch gleich noch, aber das bekommt man leider am Ende des Tages nicht wieder hinten raus. Außerdem ist es wichtig, dass man sich einmal damit auseinandersetzt, ob man eine Einbauküche zwingendermaßen in einen Fix-and-Flip-Deal einbauen sollte. Wir haben uns an der Stelle durch den vorgenannten Grund mit der Vermietung oder Kurzzeitvermietung, vielleicht über Airbnb, damit beschäftigt und haben an der Stelle auch eine Küche eingebaut. Aber die, genauso auch wie die Möbel, kriegt man natürlich nicht wieder bezahlt. Das heißt, das würde ich auf diese Art und Weise nicht nochmal machen. Dass man sich noch besser mit dem Zustand der Wohnung auseinandersetzt. Das bedeutet ganz klar, man sollte mal vielleicht gerade in den schwierigen Baujahrten schauen, ob man unter dem Fußboden, der liegt, eventuell Asbestplatten hat oder ähnliches, weil den sollte man durchaus mit im Verkauf mit einkalkulieren oder besser gesagt auch im Kauf, weil in der Sanierung, dass auch gerade diese Schadstoffbeseitigung eine ganze Menge mehr Geld kostet, ist, glaube ich, auch jedem bekannt. Also ja, um meine größten zwei Fehler anzusprechen, wäre das im ersten Fall, Wohnung nicht möblieren, sondern höchstens für ein Staging zu möblieren, und dazu kommen wir auch später nochmal. Und im zweiten Fall noch besser mit der Substanz der Wohnung auseinandersetzen, bevor man anfängt. Viele Dinge kommen leider erst zum Vorschein, wenn man unter die Fassade guckt, wenn man es mal so nennen möchte. Also das heißt, einen Fußboden, auch wenn ein Belag drauf ist, muss man den vielleicht vorher dann doch schon mal auf irgendeine Art und Weise hochholen. Es hat einen riesen Spaß gemacht, die ganze Planung. Also einfach zu sehen, wie eine Wohnung sich so schnell entwickeln kann und wie man aus einem, ich möchte es mal nennen, hässlichen Loch, in dem keiner wohnen möchte, im Endeffekt was Schönes machen kann, hat richtig viel Spaß gemacht. Und wenn man sich da drin so ein bisschen wohlfühlt, bin ich da persönlich ganz schön aufgegangen, in welche Ecke am Ende des Tages was rein soll. Also setzt man lieber eine Wanne rein, eine Wanne und eine Dusche, oder wie soll das alles am Ende des Tages platziert sein? Was macht Sinn? Macht eine Schiebetür Sinn? Macht eine offene Dusche Sinn? Wie groß muss die Toilette sein, die angebaut wird, und so weiter und so fort. Kleiner Fun Fact an der Stelle. Wir hatten erst eine Toilette geplant, die, sage ich mal, eine Normalgröße hatte, also normale Länge. Und so eine Tür muss ja in der Regel durch Brandschutzverordnungen nach innen reingehen, also nicht auf den Flur geöffnet, sondern im Endeffekt die Fluchtwege offen halten. Und an der Stelle konnten wir dann keine Toilette mehr ins Badezimmer einbauen, die eine Normallänge hatte, weil am Ende die Tür nicht mehr auf hätte gehen können oder zumindest nicht komplett aufgehen, weil dann das WC im Weg gewesen wäre. Setzt euch an der Stelle mit eurer Wohnung vernünftig auseinander, setzt euch mit den Eigentümerstrukturen auch vor Ort auseinander
um dann im besten Fall diese Wohnung entweder an einen Makler zu übergeben, mit dem ihr gemeinsam verkauft. Ich in meinem Fall brauchte jetzt keinen Makler, weil das persönlich auch mein Hauptberuf ist. Aber es ist durchaus interessant, wenn ihr einfach nur Fix and Flip machen möchtet und euch nicht mit Verkauf auskennt von Immobilien, euch an der Stelle einen Experten mit ins Boot zu holen. Und das Schöne daran ist, dass es am Ende auch ein Geben und Nehmen ist. Das heißt, ihr kauft an der Stelle eine Wohnung von einem Immobilienmakler und gibt ihm die Chance, eine sanierte Wohnung wieder zu verkaufen. Und am Ende des Tages machen wir uns nichts vor. Wenn ihr eine Wohnung meinetwegen für 100.000 Euro kauft, dann werdet ihr die hoffentlich wieder für mindestens einen Gewinn von, sagen wir mal, 20.000, 30.000 Euro verkaufen können. Und das heißt, der Makler wird ja unterm Strich mindestens für diese Summe auch eine höhere Provision kriegen können. Das heißt, der freut sich an der Stelle doppelt und wird euch auch in naher Zukunft öfter mit Immobilien bespielen. Und an der Stelle kann man einfach schöne Zusammenarbeiten oder auch Symbiosen schaffen, um in der Zukunft mehr Projekte umsetzen zu können. Lasst euch einen großen Puffer. Also das wäre mein größter Tipp. Das heißt, wenn ihr eine Wohnung einkauft, kalkuliert nicht einfach nur, dass ihr mit einem Gewinn von 10.000 Euro zufrieden wärt, sondern ihr solltet das Ganze so kalkulieren, dass am Ende auch wirklich noch ein kleiner Puffer übrig ist, falls es Dinge gibt, die unvorhergesehen kommen. Das heißt zum Beispiel, ihr habt eine Etagenheizung, denkt, die ist eigentlich noch super in Schuss und wollt am Ende sanieren, wollt ihr wieder verkaufen und am Ende merkt ihr, die Etagenheizung, die da vielleicht drin ist, ist doch gar nicht mehr in so einem guten Zustand. Und dann kommen ganz schnell pro Quadratmeter auf einmal nochmal 100 Euro auf euch zu, die so eine Etagenheizung kostet. Und das kann natürlich ganz schnell eure Gewinne kaputt machen und kann aus einem möglichen Gewinn einen ja, realistischen Verlust machen. Und ich sag mal so, sich die Mühe und Arbeit an der Stelle zu machen, nur um Verlust zu machen, ist sicherlich nicht euer Sinn und Zweck oder warum ihr einen Fix-and-Flip-Deal machen möchtet. Es macht eindeutig Sinn, eine Wohnung zu stagen, also das heißt, sich Möbel zu mieten und die dann im Endeffekt dort aufzubauen und das richtig einmal wohnlich zu machen, weil am Ende ist es die bestmögliche Vorstellungskraft für den einzelnen Kunden, um ja, sich in den Räumen auch wohlzufühlen und einfach vorstellen zu können, was passt da eigentlich rein? Geht da ein ganzes, also geht da ein Queen-Size-Bett rein? Geht da noch ein normaler Schrank dazu rein? Was passt denn wirklich in die einzelnen Räume? Eine Sache, die unterschätzt wird, ist das Thema mit den Banken. Und in dem Zusammenhang sollte man sich eine vernünftige Bank suchen, mit der man zusammenarbeiten kann. Man kann sicherlich sich einen festen Kredit oder besser gesagt Laufzeit mit ins Boot holen, um so eine Wohnung zu finanzieren. Sicherlich am schönsten ist es, wenn man sowas oder so ein Projekt mit Eigenkapital alleine umsetzen kann. Aber das wird bei den meisten, und bei mir war es auch der Fall, nicht möglich sein. In dem Zusammenhang war ich darauf angewiesen, mit einer Bank zusammenzuarbeiten. Und dann kann ich bloß wärmstens einen variablen Kredit oder auch Zinssatz empfehlen. An der Stelle bedeutet das, dass ihr euren Kreditvertrag, den ihr abgeschlossen habt, jederzeit ohne Vorfälligkeitszinsen zu zahlen kündigen könnt, mit einer Frist von 3 Monaten. Das heißt, ich konnte nach Abschluss des Kreditvertrags, nach 3 Monaten hätte ich sagen können, ich brauche den Kredit nicht mehr, ich möchte ihn in voller Höhe zurückzahlen und hätte keine Vorfälligkeitszinsen zahlen müssen, sondern nur ganz normal meine Zinsen und meine Tilgung, die über die Monate angefallen wären. Was an der Stelle natürlich aber zu erwähnen ist, ist, dass Kredite, die über so einen ja, variablen Zinssatz laufen oder variable Laufzeiten laufen, immer mit einer höheren Verzinsung angesetzt werden und natürlich auch schwieriger zu bekommen sind. Aber am Ende wurde die Wohnung auch ganz normal mit als Grundschuld aufgenommen und beim Wiederverkauf musste natürlich die Grundschuld im Grundbuch gelöscht werden und in dem Zusammenhang dann die Summe an die Bank zurückgezahlt werden. Oder wenn ihr aber auch den nächsten Fix and Flip Deal vielleicht machen möchtet, ist die Bank auch bereit zu sagen, euch den Kreditrahmen weiterhin zu gewähren und die nächste Wohnung, die ihr dann eventuell ja, findet und kaufen möchtet, auch wieder zu beleihen. Und seid in dem Zusammenhang dann ready für den nächsten Deal. Ja, kommen wir zu der alles entscheidenden Frage, die dich von Anfang an vielleicht interessiert hat. Was habe ich mit dem speziellen Projekt jetzt, das heißt mit der 3-Zimmer-Wohnung am Ende verdient? Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, es ist ein Gewinn übrig geblieben, das heißt, es wurde kein Verlustgeschäft, obwohl es der erste Fix-and-Flip-Deal gewesen ist, den ich umgesetzt habe. Und ja, gehen wir mal in die Zahlen. Also wir hatten einen Ankaufspreis der Wohnung und der ist sehr vernünftig oder auch gut zu der Zeit gewesen. Darüber will ich gar nicht meckern, da habe ich ein richtiges Schnäppchen gefunden. Für 115.000 Euro die Wohnung gekauft und am Ende des Tages
in die Sanierung ca. 53.000 Euro reingesteckt. An der Stelle muss man jetzt ganz klar dazu sagen, das ist aber der Bruttobetrag. Du kannst als, ja, selbst als Gesellschaft, die umsatzsteuerpflichtig ist, kannst du, wenn du Eigentum dir zugelegt hast, also so eine Wohnung, die keine Ferienimmobilie ist, kannst du die Mehrwertsteuer nicht absetzen von den Baukosten. Das heißt, die volle Bruttosumme wird in deine Kosten reinlaufen. Auch das wäre nochmal ein Tipp hier an der Stelle. Dann ging es weiter, dass wir die Wohnung komplett möbliert haben. Das haben wir über eine Firma laufen lassen. Die Firma würde ich jetzt hier oben vielleicht an der Stelle einfach nochmal verlinken. Und die kann ich auch empfehlen. Mit der kann man super zusammenarbeiten. Ist vielleicht nicht die günstigste, aber man hat die wenigsten Kopfschmerzen, weil man hat jemanden, der sich komplett darum kümmert, die einmal einzurichten und an der Stelle auch, ja, die Planung zu übernehmen. Das heißt, die Designaufgaben der Innenarchitektur mitmacht. Und der Kostenpunkt lag bei knapp 14.000 Euro. Und dann nicht zu vergessen, beim Ankauf kam noch die Grunderwerbsteuer dazu. Die ist mit 6.500 Euro zu Buche gefallen. Und dann haben wir natürlich für 13 Monate lang jetzt das Wohngeld gezahlt. Jede Eigentumswohnung, die in einer WEG drin ist, hat ein Wohngeld. Und dieses Wohngeld war jetzt bei der Wohnung zum Glück nicht ganz so viel. Das waren 163 Euro im Monat. Das heißt, wir haben über die gesamte Laufzeit jetzt für 13 Monate 2.119 Euro gezahlt. Das ist natürlich noch verkraftbar, aber man sollte es von Anfang an mit einkalkulieren. Ich persönlich habe diesen Kostenfaktor erstmal ein wenig vernachlässigt in der ersten Gewinnermittlung. Zum Glück war der Puffer groß genug, dass auch noch sowas übrig geblieben ist. Ja, nicht zu vergessen, beim Ankauf gibt es natürlich noch die Notarkosten und die Grundbucheintragung, und beides zusammen hat ungefähr gekostet 1.500 Euro. Die laufenden Kosten, wenn man eine Immobilie besitzt, die kommen auf jeden zu, egal ob man ein Haus, eine Wohnung, eine vermietete, das spielt keine Rolle, hat. Das sind die Grundsteuern, und die Grundsteuern waren jetzt nicht so hoch, das waren nochmal 160 Euro. Das heißt, das war auch absolut verkraftbar. Und in dem speziellen Fall des Wiederverkaufs musste der Verwalter zustimmen. Und diese Verwalterzustimmung muss man dann als neuer Eigentümer beim Wiederverkauf einer Fix- und Flip-Wohnung auch zahlen. Das waren jetzt an der Stelle nochmal knapp 140 Euro. Ja, ich habe jetzt nicht mitgerechnet, aber ich werde jetzt hier einmal groß die Zahl einblenden, die der Gewinn an der Stelle gewesen ist. Darüber bin ich sehr glücklich und sehr happy, weil unterm Strich ich mir das so gut natürlich nicht vorstellen hätte können oder wünschen können beim ersten Deal, den man umsetzt, und in dem Zusammenhang nur sagen kann, ich würde es wieder machen. Und wenn du auch Lust auf Fix & Flip hast, dann ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben, und ein Abo kann auch nicht schaden, weil ich werde weitere Videos über dieses Thema machen und vielleicht kannst du noch das ein oder andere dazulernen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Peace out.